Hallo! Ja, ich starte heute in Leipzig und hier durfte ich heute Nacht pennen. Schaut euch das mal an. Das ist der LSV Leipzig. Da hinten ist die Einsatzstelle. Und hier bin ich herzlich aufgenommen worden. Hier durfte ich übernachten. Alles super schön. Und heute muss ich mich sputen, weil heute Nachmittag soll es Sturmböen und Gewitter und so noch geben. Im Moment ist super, schaut euch das mal an. Ich habe sogar eine kurze Hose an. Also im Moment ist schön warm, aber das kann sich schnell ändern. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, oder wie sagt man? Jedenfalls, Boot liegt schon da hinten. Ich starte jetzt gleich und dann sehen wir uns am Wasser. Bis dann. Ja, ich zeige euch jetzt mal die Einsatzstelle. Also das ist übrigens, wenn man DKV-Mitglied ist, dann kann man bei befreundeten Vereinen sich anmelden und wenn da Platz ist, darf man da pennen. Nur mal so als Info. Ja, so sieht das aus. Relativ steil hier runter und hier geht es auch gleich richtig zur Sache. Hier ist ordentlich Strömung. Das ist übrigens die Weiße Elster. Dann geht es ins Elster Flutbett. Dann geht es in die Pleiße. Dann geht es, wie heißt das Ding nochmal? Ich glaube, wie hieß denn das Ding jetzt nochmal? Waldseelauer oder so ähnlich. Und dann geht es in Kostpudersee. Ich hoffe, ich habe es richtig aus. Ich werde es nachher nochmal sagen. Kostpudersee oder so. Und das ist eine Rundtour. Circa irgendwie, ich tippe mal so um die 16 bis 20 Kilometer. Genau kann ich es nicht sagen. Ne? Also, bis denn. Jetzt geht es erstmal aufs Wasser. So, ich habe mich hier so ein bisschen an die Seite gelegt, damit ich nicht gleich in der vollen Strömung starten muss. Aber auf geht's, würde ich sagen. Attacke! Ja, wie schon gesagt, es geht relativ zügig los. Aber bringt natürlich Laune. So, also der See heißt Kospudener See. So heißt das. Also Weiße Elster, Elster Flutbett. Dann kommt die Pleiße, dann kommt so ein Floßgraben. Da ist auch noch eine kleine Besonderheit. Da sind so Zeiten, die man einhalten muss. Wegen dem Eisvogel, aber das zeige ich euch dann noch. Dann kommt der Waldseelauer. Und dann kommt dieser Kospudener See, wo ich mir immer nicht den Namen merken kann. Aber gut. So. Wie ihr seht, ist das Wetter Bombe. Bis jetzt, aber das soll heute Nachmittag anders werden. Deswegen. Attack. Und dann habe ich noch diese komischen Sperrzeiten von diesem Floßgraben. Aber dazu kommen wir später. Jetzt schauen wir uns erstmal die Weiße Elster an. Da vorne kommt nämlich gleich schon ein interessantes Stück. Ja, und die Weiße Elster ist ein Nebenfluss der Saale. Und das hatte ich eigentlich auch noch vor zu bepaddeln, aber ich glaube, das schaffe ich alles gar nicht mehr. Wie gesagt, ich nehme mir ja immer zu viel vor. Weil morgen ist ja das Paddelfestival in Markleberg. Ja, und die Weiße Elster, die ist eben schon so ein bisschen, also das heißt, ist schon, die hat also schon so ein bisschen Fließgeschwindigkeit, deswegen würde ich sagen, gegen Anpaddeln macht nicht viel Spaß. Die würde ich wirklich nur in Flussrichtung fahren, was ich ja jetzt natürlich auch tue. Und sie ist ungefähr 257 Kilometer lang und mündet dann in die Saale und ich glaube, in Tschechien verläuft auch noch ein Stückchen. Ja, das dazu. Und hier geht es jetzt einmal unter eine Brücke durch. Da wird es dann noch mal ein bisschen wild, wie ihr seht. Aber das zeigen wir euch gleich. Ne, da vorne, wo das so sprudelt, weil da ist wohl links und rechts sind so Kiesbetten. Und das Problem soll wohl hier sein, dass da vorne, seht ihr ja, da sind die Holzäste, wenn man dann in diesem Strom ist, dass man dann voll ins Holz kracht. Aber wir fahren jetzt einfach mal hier rein, mal sehen, was passiert. Ja, links, rechts ziemlich flach. Und hier wird es dann sogar ein bisschen nass. Ja, cool.
Also Spritzdecke, vielleicht bei etwas höherem Wasserstand ist nicht verkehrt. Ja, man darf diese Strömung eben auch nicht unterschätzen. Hier hat es ein bisschen reingeschwappt. Aber egal, ist ja warm heute. Auf jeden Fall ist man hier echt relativ schnell unterwegs. Oh, ein Tropfen. Sonst seht ihr ja nichts. Aber das bringt Laune. Ja, und ich bin mal gespannt. Da vorne ist auch noch so ein Olympia. Ich glaube, das ist so ein Olympiastützpunkt. Und da trainieren die, glaube ich, für Wildwasser. Ne? Da haben die dann überall diese Stangen im Wasser. Und links und rechts, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Da sind so fette Betonkübel oder was haben die da reingemacht. Ich bin ja gestern hier schon mal lang gelaufen. Da habe ich so ein bisschen was gesehen. Also ich glaube, da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Da muss man schön in der Mitte bleiben und gucken, dass man da irgendwie durchkommt. Mal sehen, wie das wird. Bleibt spannend. Ansonsten sehr schön hier, ein bisschen Natur, ein paar Schrebergärten. Ist ganz, ganz witzig gemacht. Was heißt gemacht? Ist halt so. Ah. Fischreihe habe ich schon gesehen hier. Die sind auch nicht so scheu wie bei uns irgendwie. Die sind wahrscheinlich viele Menschen gewöhnt. So, aber weiter geht's. Boah, blendet das. Sonnenbrille hätte ich mitnehmen müssen. Echt schön hier. Und ich bin natürlich auch früh unterwegs. Also Start war jetzt um 8 Uhr, weil dieser Floßgraben, da habe ich bestimmte Zeiten und ich habe mir jetzt ausgesucht, dass ich so zwischen 11 und 1 muss ich da durch sein. Und da hoffe ich mal, dass ich das schaffe. Wenn ich das nämlich nicht schaffe, dann darf ich erst wieder um 3 da durch. Das sind so Schutzzeiten, ich glaube für den Eisvogel. Die Eisenbahnbrücke. Hier sind die auch übrigens am Pfeifen. Das erinnert mich irgendwie an den Schliersee. Also hier wird auch noch ordentlich gepfiffen. Ja, und ich glaube, das ist auch nicht mehr so weit, bis man bei dieser Olympiastation ist. Ja, und ich glaube, nachher im Stadtgebiet, da nachher hinten in Leipzig, weil ich kenne mich hier ja auch nicht aus. Ich habe auch keine Karte von dem Gebiet. Also ich muss, wenn ich nicht ganz klar komme, muss ich bei Maps nachgucken. Da gibt es nachher ziemlich viele Abzweiger und so. Mal gucken, ob ich das auf die Reihe kriege. Ich habe mir das natürlich vorher angeguckt. Aber mal gucken, wie das so wird. Weil es gibt hier so ein paar Sackgassen. Da hinten ist so ein Flutbett, was ausgetrocknet ist. Das ist auch cool, da kommt man schön langlaufen. Dann haben die hier so Blindgräben, sag ich jetzt mal, so nenne ich das. Die enden dann einfach. Da fahren dann die Rudervereine und so, geben da ein bisschen Gas. Da kann man auch reinpaddeln, aber wenn man natürlich eine Rundtour machen will, kann ich das natürlich nicht gebrauchen. Ha. Und man kommt hier später noch irgendwie direkt an Häusern vorbei in der Stadt und so. Das wird bestimmt interessant. Mal gucken. Ja, hier vorne sieht man das. Guck mal, die haben sogar Schilder, sehe ich gerade hier. Dann wird es ja cool, wenn hier Schilder sind. Jedenfalls hier rechts ist so ein Wehr und auf der anderen Seite ist dann so ein, ich sag jetzt mal, ein Blindgraben. Also da kann man dann nicht weiterfahren. Aber ich weiß, davor ist eine Umtragestelle. Also man könnte dann theoretisch hier auch reinfahren, übersetzen und dann wahrscheinlich auch so eine kleine Rundtour machen. Aber gut, wir gucken mal. Wir fahren mal geradeaus weiter. Und dahinter ist nämlich, glaube ich, dieses Olympia-Ding. Ich sehe da hinten nämlich schon ein paar Stangen. Ja, also hier nicht reinfahren, ne? Das könnte ins Auge gehen. Und hier hinter kommt dann irgendwie diese Umtragestelle, glaube ich. Und hier kommt jetzt dieses Olympia-Ding. Mal sehen, ob ich da ins Wasser falle oder nicht. Mal gucken. Ich fahre da mal durch. Mal sehen, was passiert. Ja, und hier vorne rechts ist dann eine Umtragestelle. Das hier, aber wir fahren mal gerade durch. Moin! So. Das ist
eher unspektakulär. Wahrscheinlich bei Hochwasser ist das dann dramatischer. Hier ist jedenfalls die andere Stelle, wo man dann aussteigen muss. Aber gegen Anfahren möchte ich hier natürlich auch überhaupt nicht. Nein. Jedenfalls geht es hier schnell vorwärts. Hätte ich etwas langsamer getippt. Aber gut, wir haben auch ein paar Kilometer vor uns. So, hier geht es mal ordentlich um die Kurve. Guck mal, die Angler sind auch schon unterwegs. So, was haben wir hier? Eine kleine Brücke. An die kann ich mich nicht erinnern. Allerdings ist es hier auch ziemlich verwirrend irgendwie mit den ganzen Dingen. Aber ich glaube, ich bin hier oben. Also hier neben ist jetzt, glaube ich, noch. Rechts daneben ist, glaube ich, auch noch mal irgendwie so ein Blindfluss oder was. Keine Ahnung. Ach, herrlich. Also wenn die Sonne richtig prützelt, ist man hier sogar so ein bisschen geschützt. Das ist ganz cool. Und da hinten wollte ich eben höflich grüßen. Aber ich glaube, die haben meditiert oder so. War dann natürlich voll daneben. Aber gut. Kann ich ja nicht ahnen, dass die hier am Fluss meditieren. Naja, so. Weiter geht's. Ja, falls ihr das übrigens auch mal ausprobieren wollt und ihr könnt nicht bei so einem Paddelverein oder so parken und übernachten oder so, gibt natürlich hier auch andere Stellen. Ich habe Parkplätze gesehen. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass ihr, ich sag mal, in der Fließrichtung von der Weißen Elster bleibt, weil die möchte man nicht gegen anpaddeln. Das ist echt Gekäuel, deswegen. Ansonsten findet man auch andere Plätze, wo man wirklich starten könnte. Also ich habe jetzt bin gestern hier Abend ja hier noch ein bisschen gelaufen. Da habe ich noch zwei Parkplätze gesehen. Da müsst ihr zur Not euch entweder eine Karte von hier besorgen oder eben auf Google Maps. Das ist natürlich dann so ein bisschen Arbeit, aber da findet ihr bestimmt auch was. Das geht! Und solche Stellen habe ich auch schon öfters gesehen, also wo man dann wirklich mal anhalten kann. Weil ich könnte mir auch vorstellen, wenn das richtig schön ist, dann ist hier, glaube ich, richtig was los. Tippe ich mal. Besonders dann wahrscheinlich in dem Stadtteil, wo die Fließgeschwindigkeit, was ich jetzt gesehen habe, ja, fast gar nicht da ist. Na, wir fahren jedenfalls weiter. So, hier kommen jetzt schon die ersten Häuser. Und ich glaube, dass ich hier vielleicht dann doch mal kurz nachher auf die Karte gucken muss. Weil irgendwann geht es dann irgendwie rechts ab. Das ist dann auch irgendwie wieder so eine Sackgasse. Aber gut, mal sehen. Wir probieren erstmal. Ja, was mir auch aufgefallen ist, na gut, hier sieht man es jetzt nicht, aber hier ist ganz viel Bärlauch überall. Ganz cool. Guckt euch mal ihn hier an. Ist das eine kleine Nutria oder ist das eine richtige Ratte? Auf jeden Fall hat er Schiss. Ja, also die gibt es hier auch. Ich habe die auch schon in größer gesehen. Das war wohl noch so ein kleiner Knirps. Der hat wohl auch noch ein bisschen Panik. So, hier geht es auch noch eine Brücke durch. So. Ja, ich glaube, hier bin ich gestern auch lang gelatscht. Das war übrigens ewig weit weg. Ha. Hallo! Ach, einfach schön. Bootsverleih. Also ihr braucht auch kein Boot mitnehmen. Bootsverleih habe ich hier schon zu aufgesehen. Also wer keinen Bock hat auf Gerödel, kann hier alles leihen. Massiv Dinger. Also hier scheint richtig was los zu sein. Was ist das hier für dicke Dinger? Ausflugsfahrten oder was? Ja, keine Ahnung. Ist jedenfalls sehr schön. Mal was anderes. Direkt an den Häusern. Schön, schön. Ein Kajak kostet 6 Euro die Stunde. Na gut. Vielleicht solltet ihr das doch mitnehmen. Ja, auf jeden Fall ist es bis jetzt sehr abwechslungsreich. Bringt richtig Laune. Sehr schön. Ja, mal sehen. Wenn ich jetzt zu viel filme, dann muss ich wahrscheinlich auch einen Zweiteiler draus machen. Weil da kommt ja echt noch so viel.
Krass. Eieieiei. Herrlich. Und noch kein Mensch auf dem Wasser. Wunderschön. Ah, ich dachte, hier kommt schon die Stadt, aber das ist wohl nur ein einziges Haus. Ein großes. Weil irgendwie soll man auch noch direkt durch die Stadt fahren. Da kann man dann wohl auch irgendwo direkt bei Restaurants oder so aussteigen. Die haben wohl extra Anleger. Aber das schauen wir uns gleich mal an. Nee, doch nicht. Das sieht schon böse nach Stadt aus, ne? Ja, Leipzig. Das sieht ja schon mal cool aus. Ja, und Leipzig ist größer als ich dachte. Ich glaube, die haben so, ich glaube sogar um die 600.000 Einwohner. Hätte ich gar nicht gedacht. Und was ich so gesehen habe, ich bin ja gestern hier so ein bisschen lang gelatscht. Also viel Grün und so. So ist es schon. Und wer Wasser mag, ist genau richtig. Also wenn schon Stadt, ist das, glaube ich, eine schöne Stadt. Kann man nicht anders sagen. Zwar weit weg von der Nordsee, aber schön. Schön, schön. Da wird gerade was ins Wasser gelassen. Ein neuer Steg. Na guck, dann kann man hier gut anhalten und gleich bei Fuzu essen. Ha. Nicht schlecht. Ja, hier müssen Sie die Brücke schon abhängen, weil sonst bröselt ihr das auf den Kopf. Also Jungs, reparieren. Schlecht hier, ne? Mit den Balkons hier oben. Cool. Direkt über dem Wasser. Nicht schlecht. Ja, hat was. Direkt mit dem Kajak hier so durch so Stadtgebiet. Das ist ja fast noch kühler, cooler als in Lübeck. Weil hier hast du mehr so Sichthöhe. Allerdings wirst du hier von allen beobachtet. Gefühlt. Vielleicht gehen wir hier noch rein. Hier so teilweise so. Schlecht. So, aber ich mache noch mal kurz aus. Ja, ich glaube, hier kann man auch noch reinpaddeln, so ein kleines Stückchen. Da kommt dann aber auch, das ist auch so eine Sackgasse, glaube ich, irgendwie. Das erste Stück ist, glaube ich, ganz schön, dann kommt noch mal so ein Wehr. Und ja, aber wir fahren jetzt erstmal hier die Rundtour weiter. Und die Enten geben nicht auf, die denken auch, ich habe was zu futtern dabei. Hab ich auch nicht. Ja, es ist echt schön hier. Macht Spaß. Ja, und Leipzig ist, glaube ich, auch die einwohnerreichste Stadt in Sachsen mit den 600.000. Die bilden ja hier, glaube ich, mit, war das Magdeburg und Halle, so dieses Sachsen-Metropole oder so, irgendwie sowas. Das sind insgesamt dann, was weiß ich, 1,2 Millionen oder so. Genau weiß ich das nicht. Ja, und hier, ich glaube, Goethe nannte das sogar mal in Faust irgendwie Klein Paris. Ne? Aber es hat schon was. Ich zeige euch das hier nochmal. So, könnte man auch Venedig nennen. Sehr schön. Also, mit Gondeln kannst du ja anscheinend auch gehen. Gurken. Ein Italiener in griechischen Farben. Sehr schön. Kommt mal eine schöne Brücke. Aber ich bin natürlich wieder viel zu früh. Da gibt es auch nichts. Guck, und hier vorne ist nochmal ein riesen Bootsverleih. So, der Akku ist gleich leer, da kann ich das mal auf den Rest voll quatschen. Was mir noch so zu Leipzig einfällt, ist, ich glaube seit 1507 heißt das Leipzig. Ich glaube die Leipziger, die sagen ja Leipzig oder so. Kann ich gar nicht. Aber es hieß auch mal Lipz.
Jedenfalls, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie gelesen, dass das mit einer Linde mal zu tun hatte oder so, aber keine Ahnung. Also kann ich euch da doch nicht so viel zu erzählen. Da gibt es noch diese Leipziger Lärchen. Das ist ein Gebäck. Das ist wohl auch hier aus der Gegend. Das ist wohl irgendwie so, ich glaube, Mürbeteig. Das sind so Törtchen und da ist dann so ein Kreuzchen drauf. Und da ist, glaube ich, Marzipan und Marmelade drin. Das ist so typisch Leipzig. Und dann gibt es, glaube ich, die Gose, glaube ich, hieß das. Das ist, glaube ich, eine Biersorte. Und der Ursprung ist irgendwie von einem Bach aus Goslar. Aber wie das jetzt zusammenhängt, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, ansonsten Leipzig, was gibt's noch? Natürlich bekannt als Messestadt, Kultur, Kunst. Also hier gibt es echt alles, eine Uni. Das ist schon echt sehr breit gefächert. Sehr kreativ. Nebenan zum Beispiel, wo ich da jetzt übernachtet habe beim LSV. Da gibt es auch so eine kleine Siedlung. Da wohnen, das hat noch mit der Hausbesetzerszene, glaube ich, zu tun oder so. Die dürfen da wohnen irgendwie noch. So ein kleines Wäldchen, sage ich mal so. Ist auch ganz cool. Richtig coole Bauwagen und so, wo die drin wohnen. Das sieht man ja auch nicht überall. Sehr schön jedenfalls. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, Leipzig gefällt mir sehr gut bis jetzt. Sehr, sehr schön. Hallo! Hahaha! Ja, und hier vorne müsste dann irgendwann gleich noch so ein riesengroßes Wehr kommen. Den Namen habe ich vergessen, aber das wird da ja wohl irgendwie dran stehen, hoffe ich mal. Das kommt dann gleich. Also das untere Stück hier übrigens in der weißen oder auf der weißen Elster, das kann man auch wirklich gegen anpaddeln. Ich dachte, das ist die ganze Zeit so, aber hier unten geht das. Guck mal, wie wir hier haben. Hier haut sich einer den Magen voll mit Brennnesseln, würde ich mal sagen. Na, mein Freund, alles gut? Lässt sich auch nicht stören. Na, hast du Angst? Die Dinger schocken, also wenn man die in echt sieht, ne? Tap, 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 tap. Bleib doch mal sitzen, Mensch. Na, ich hab nichts zu essen. So, hier, da weiß ich jetzt gar nicht, was das hier für ein Ärmchen ist. Da muss ich mal nachgucken. Ah, okay, jetzt weiß ich es. Also hier links könnte man noch mal in die kleine Luppe. Das ist auch noch mal so eine Querverbindung irgendwie. Das mache ich jetzt aber nicht. So, dann geht es hier durch die Brücke. Nicht durch, sondern unterdurch. Und da vorne seht ihr schon dieses riesengroße Wehr. Da müssen wir, glaube ich, rechts uns rechts halten. Man kann aber auch noch ein Stück geradeaus fahren. Das soll aber auch nicht so interessant sein. Aber da fahren wir erst mal ein bisschen dichter ran. Ja, also wie ihr seht, hier gibt es dann auch schöne Schilder. Das ist jetzt das Palmgarten. Ich muss kurz mal hier weg von den Steinen. Palmgartenwehr. Das ist recht schön. Sieht urig schön alt aus. Und ist auch relativ groß. Ja, und man sollte da natürlich nicht so dicht dran fahren, weil mir wurde erzählt, hier sind irgendwie, das ist schon ein bisschen her, glaube ich, aber da sind die irgendwie mit dem Ruderboot bei Hochwasser hier irgendwie zu dicht dran und sind da abgeschmiert und da sind wohl auch welche verstorben. Also, da sollte man eher nicht da durchpaddeln. So, und was ich meinte ist, hier kann man noch geradeaus fahren, aber ich glaube, wir fahren jetzt hier rechts den Arm rein. So, auf jeden Fall ein schönes. Die Enten, die kommen immer hinterher. Ganz witzig. So. Fahren wir hier in die Mitte, dann kann man das besser sehen. Also eine große Kreuzung sozusagen. Ne? Also ich fahre jetzt hier so rechts hoch. Das ist so ein Stichkanal. Da kann ich mal gucken. Und hier geht es dann
abwärts. Auf jeden Fall ein schönes. Oh, ich weiß gar nicht, kann man dazu Gebäude sagen? Eher nicht, ne? So, wir fahren mal hier jedenfalls rum. Sehr schön. Ich glaube, ich muss mal hier aus dem Weg. Tolle Granate. Moin. Moin. So, jetzt kann ich. Ja, hinter mir ist übrigens, das ist das Elster Flutbett, glaube ich, hier hinter diesem Wehr. So, wir fahren jetzt mal hier. Also das gehört auch zum Elster Flutbett hier, glaube ich, ne, hatte ich ja gesagt. Ja, geangelt wird hier auch ordentlich. Und ich habe hier noch nie so viele Jogger auf einem Haufen gesehen. Also nicht auf einen Haufen, sondern ich bin ja hier gestern lang gelatscht. Da sind mir gefühlt 1 Million Jogger vorbei, an mir vorbeigelaufen. Das kenne ich eigentlich noch aus Dänemark. Da ist mir das auch aufgefallen. Und dann eben hier. Das sehe ich bei uns nicht so. Allerdings muss man auch sagen, es sind hier echt schöne Laufstrecken. Ne? Immer schön am Wasser und so, viel Grün. Gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr schön. So, jetzt müssen wir aufpassen. Aber die Ruderer, die machen da irgendwie, die erzählen sich noch irgendwas. Nicht, dass ich denen da im Weg rumpaddel. Die sollen ja mal ordentlich Gas geben, ne? So, Straßenbahn gibt es hier auch noch. Und da vorne wird es laut. Ich mach mal aus. Ja, und hier dieses Elster Flutbett. Das ist, achso, soll ich mich da... Sonne kommt von vorne. Dann drehe ich euch mal um. So, das ist künstlich gemacht. Und es wird auch für Wassersport genutzt. Man sieht hier also ganz viele Ruderer und auch Kajakfahrer. Und das ist, glaube ich, so knapp 4 Kilometer lang, das Ding. Ne? Und hier die Ecke ist ja eh. Hier ist ja riesen Braunkohleabbau gewesen. Deswegen auch viele Seen hier. Die sind dann geflutet worden. Das war früher Braunkohletageabbau. Und ja, da haben die hier ziemlich viel hin und her gebaut und das merkt man auch. Allerdings auch schön geworden, weil jetzt hast du hier viel Wasser. Ich weiß ja nicht, wie es vorher war, aber mir gefällt's. Und nach diesem Stück kommt dann ein Stück Pleiße, aber das, da melde ich mich dann nochmal. Und die haben hier natürlich immer diese kleinen Bällchen hier überall im Wasser. Also genau weiß ich es nicht, aber ich tippe mal, das ist dann einfach, ne, für die Richtung, dass die einen immer auf der Seite bleiben. Sonst kommen die sich immer ins Gehege, ne? Deswegen, ich glaube, wenn ich das so richtig verstehe mit den Brücken, da hast du auf der einen Seite gelb, da kannst du dann durchfahren. Auf der anderen Seite ist dann sozusagen Durchfahrt gesperrt. Ne? Nicht, dass du dann irgendwo durchfährst und dann kommen die Ruderer dir entgegen und dann hast du keinen Platz. Ich sag mal so, ein Ruderboot hat ja bestimmt knapp 4 Meter Breite oder so. Also sozusagen, was ich jetzt so sehe, das meiste hier, würde ich mal sagen, ist also wie im Straßenverkehr, rechte Seite eine Richtung und auf der anderen Seite rechts wieder zurück. Dann passt das, glaube ich. Und die Mitte ist dann, ja, je nach Richtung, glaube ich, gesperrt, wenn ich das so sehe. Da ist jetzt links gesperrt nur, hier ist auch links, ja. Aber das seht ihr schon, ist ja auch beschildert. Ne? Und ich glaube, diese Brücke hier war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also hier fahren keine Autos, das ist so ein Teil von so einem riesen Park. Und hier seht ihr auch übrigens nochmal die Schilder, das sind diese gelben und da hast du natürlich diese, da soll es halt nicht durch. Da hustet jemand. Ja, und ich glaube, das ist so ein riesen Park irgendwie. Da hinten ist noch so eine Wasserfontäne. Den Namen habe ich leider vergessen. Aber ich, da steht einer, kann ich ja vielleicht mal fragen. Nee, jetzt läuft er weiter. Ist jedenfalls cool gemacht. Teerstraße hier so richtig durch, wie aus wie so eine Hauptverkehrsstraße, fährt kein Auto und ich bin ja gegen Abend hier lang gelatscht. Da saßen dann ganz viele Leute, haben Bierchen getrunken und so. Also das ist schon echt schön gemacht. Hat mir gut gefallen. So, weiter geht's. Ja. Mein Gedächtnis, ich habe den Namen vergessen. Obwohl, ich könnte natürlich auch nachgucken. Haha. Soll ich mal nachschauen? So, ich habe jetzt noch mal nachgeschaut. Also das ist der
Clara Zetkin Park. Ganz toller Name, finde ich. Aber gut. Das ist jedenfalls dieser Park. Dahinter ist aber noch irgendwie so ein Park gewesen. Das sind gleich irgendwie zwei, glaube ich. Aber damit ihr es mal gehört habt. So, aber ich paddel jetzt erstmal weiter. Attacke. Der Nachteil bei so einer Stadtrunde ist natürlich, wenn ihr mal pinkeln müsst, dann müsst ihr entweder wissen, wo öffentliche Toiletten sind, oder es muss euch einfach egal sein, weil hier sind überall Menschen. So, hier sind wir bei der nächsten Brücke. Und hier habe ich gestern auch gesehen, das nennt sich wohl an der Rennbahn, oder das ist auch sogar eine Rennbahn. Da kann man auch gut ein- und aussteigen. Ich glaube, hier gibt es auch einen Bootsverleih, und da hinten ist auch noch ein riesen Biergarten. Da kannst du trinken, essen, also es ist riesig, riesig groß. Ich zeige euch das gleich nochmal von der Seite. Und im Sommer bestimmt super, ich meine, ist jetzt schon richtig cool. Ne? Auf jeden Fall ist das hier. Ja, dieses riesen Gebäude, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Gegen die Sonne, das blendet irgendwie. Ja, das ist auch direkt am Wasser. Sehr schön. Ja, und hier soll man zum Beispiel auch in der Mitte durchfahren, aber ist auch durch diese Bällchen geteilt. Sehr schön. Schwimmgemüse gibt es ja auch. Juhu! So, dann zeige ich euch das nochmal von der Seite. So sieht das von der Seite aus. Also das ist wirklich riesengroß. Das geht von hier bis ganz da hinten. Jede Menge Platz. Da kriegt, naja, jeder ein Plätzchen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die Chance relativ gut. So, weiter geht's. Ja, und auch hier, obwohl das ja relativ, ja, man denkt ja immer, diese künstlichen Dinger sind eintönig, aber irgendwie ist das hier trotzdem cool. Man kann viel gucken. Leute, Menschen, Häuser, alles da. Und die Seite ist natürlich morgens bis mittags mit Sonne. Und am Abend ist die andere Seite, da sitzen sie dann alle und genießen die Abendsonne. Sehr schön. Ja, hier vorne kommt auch schon die Kreuzung, aber das zeige ich euch gleich. Da fahre ich noch ein bisschen dichter dran. So, das ist das, was ich meinte. Hier ist das der Abzweiger. Und zwar, wenn man jetzt rechts fahren würde, dann geht das dieses, wie heißt das, Elster-Flutbett weiter rein. Und da ist auch diese Umtragestelle bei diesem Olympiazentrum. Da würde man dann wieder sozusagen rauskommen. Also man könnte auch eine viel kleinere Runde fahren. Ich fahre jetzt, halt mich links und fahre jetzt die Pleiße oder Pleiße-Flutbett, kann man es auch nennen, fahre ich jetzt weiter hoch. Und ich glaube, ich zähle jetzt mal die Jogger. Das ist ja der Hammer. Und nur am Laufen hier. Sehr gesund, die Leute hier. Obwohl, wenn sie dann natürlich dann da wieder einen saufen gehen, dann ist wieder alles für die Katz. Okay. So, da vorne geht's rechts das Elsterflutbett rein und wir fahren aber links. Ja, hier ist die Kreuzung. Und hier in der Mitte, wo sich das teilt, das ist auch nochmal so ein Kanu LVB. Ich weiß gar nicht, irgendeinen hatte ich nämlich noch angerufen, ob ich da pennen kann. Die waren aber schon ausgebucht, sag ich mal. Und ich glaube vom DKV, die einen übernachten lassen, da gibt es hier glaube ich 3 Stück. Aber der zweite hat mich dann schon aufgenommen, dann musste ich den dritten ja gar nicht mehr fragen. Schwein gehabt. Na, hier geht es jetzt in die Pleiße. Und die ist glaube ich 90 Kilometer lang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hier vorne kommt jetzt gleich ein Wehr und ich glaube, da ist auch eine Schleuse, die vollautomatisch, glaube ich, funktionieren sollte, wenn ich Glück habe. Dann brauche ich noch nicht mal aussteigen. Mal gucken, wie das wird. So, hier geht es nochmal unter der Brücke durch. Und hier ist natürlich jetzt ein Stückchen gegen die Strömung. Also da muss man so ein bisschen gucken, wenn natürlich viel Wasser unterwegs ist, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen was tun. Mal gucken. Sieht man das schon so ein bisschen? Da hinten, wo es plätschert. Und dieses Display, das müsste dann ja schon die Schleuse sein. Mal gucken, ob das so ist. So, hier wird es jetzt ein bisschen lauter, denke ich mal. Hier sind sie irgendwie noch am Pumpen. Mal gucken, ob das denn auch alles funktioniert hier. Aber mit der Strömung hält sich heute in Grenzen.
glaube, da in dem blauen Kasten, da ist dieser Anforderungsknopf. So, wie man sieht, außer Betrieb, hier wäre dann die Anforderung. Da ziehst du einfach nur an dieser Strippe. Aber durch diesen Eisvogel bin ich ja relativ schnell losgefahren. Und die fangen erst um 10 Uhr an. Ey, das ist doch zum Kotzen. Jetzt wollte ich hier gemütlich schleusen. Na gut, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde warten. Kann ich mir noch überlegen. Aber naja. Weiß ich nicht, ob ich das tun sollte oder nicht. Ich zeige euch nochmal jedenfalls das Rohr. Hier sieht so wie das aus. Sind hier auch schön am Arbeiten. Ja, mal gucken, ob ich das noch mache oder nicht. Oder ob ich trage. Hm. So, ich habe mich entschlossen, jetzt einen kleinen Moment zu warten, weil die Pleiße, so lang ist das Stück Pleiße hier nicht. Und wenn ich jetzt sowieso zu früh da hochfahren würde, dann bin ich wieder zu dieser Sperrzeit an diesem Floßgraben. Also man muss hier wirklich so ein bisschen auf die Uhr gucken. Das ist ein bisschen schade, aber nützt ja nichts. Weil so weit ist es nicht und dann hätte ich jetzt ja von 10, weil ich muss bis 11 sozusagen, also vor 11 darf ich nicht in diesen Floßgraben. Deswegen warte ich jetzt einfach mal 10, geht das dann ja hier los, bis ich dann oben bin. Ne? Dann passt das auch ungefähr, würde ich mal sagen. Also, dann warten wir noch einen Moment. So, es gibt auch so große Ausflugsdampfer, naja, Ausflugsdampfer, etwas größere Boote mit Tisch und so. Und die machen auch verschiedene Touren, habe ich jetzt gerade erfahren. Die fahren dann sogar teilweise bis Mackleberg hier irgendwie hoch. Diese Tour geht jetzt nur bis zum Floßgraben und die fahren dann wieder zurück. Gibt es aber auch in der Stadt und irgendwas mit 18 Euro oder so die große Tour. Und dann kannst du da halt essen, trinken, musst du natürlich selber mitbringen. Aber ist ganz cool gemacht. Und hier oben an der Schleuse, da ist auch immer Personal. Die kann man auch anschnacken und da gibt es auch jede Menge von solchen Broschüren, wo man dann auch was über Leipzig, über die Gegend und alles Mögliche finden kann. Nur, dass ihr es mal gehört habt. So, jetzt ist es nämlich schon nach 10. Ich wollte denen den Vortritt lassen, aber irgendwie ist die Schleuse, die macht Macken. Jetzt haben sie irgendwie da nochmal angerufen. Mal gucken, ob das noch wert. Zur Not kann man natürlich auch umtragen. So, das ist die Schleuse hier von innen, damit ihr das auch mal gesehen habt. Hier sind diese Anforderungsdinger. Aber die ist wirklich kaputt. Hier ist ja immer Personal, habe ich ja schon erzählt. Und die funktioniert jetzt doch nicht so richtig. Und das Kajak habe ich schon umgetragen, das liegt jetzt schon da hinten. Ich wollte euch das auf jeden Fall noch mal zeigen. Ja, die Schleuse ist so groß. Und wenn jetzt nichts anderes drin ist, passen da ungefähr 24 Kajaks rein. Hier ist wohl teilweise richtig was los. Und das dauert ungefähr eine Viertelstunde. Von Leine ziehen bis hinten wieder raus. Wenn ihr von einer anderen Richtung kommt, ist hier hinter eine Bootsrutsche. Da muss man nicht unbedingt schleusen. Kann man aber auch. Es ist auch eine Anforderungstaste da. Aber wer da Angst hat, runterzurutschen, der kann natürlich auch schleusen. Das wollte ich nur mal sagen. Ansonsten die das Umtragen, das sind vielleicht da 100, 150 Meter. Hier kann man das übrigens noch mal sehen. Also ich bin jetzt circa ungefähr hier etwas unterhalb gestartet. Dann geht das hier lang. Hier wieder hoch. Und dieser Floßgraben hier über diesen Kottbudener See. Dann will ich hier nachher irgendwann rüber und wieder zurück. Das ist die Rundtour. Ah. So, ich wollte euch das mal von der anderen Seite zeigen. Hier vorne ist die Bootsrutsche, da kann man dann runterrutschen. Und nochmal ein großes Dankeschön an das Personal hier, die waren total nett. Den Namen habe ich jetzt gar nicht gefragt, aber die waren sehr nett, sehr hilfsbereit und haben mir eine Menge erzählt. Sehr schön. So, wir paddeln jetzt mal weiter. Den anderen da hinterher. Schwuppdiwupp. Und jetzt ist es ungefähr 10:30. Jetzt wollen wir gucken, dass wir nicht zu früh bei diesem Floßgraben sind, weil da darf ich erst um 11 rein.
Ja, und jetzt ist leider der erste Teil zu Ende. Es ist zu viel Material und ich muss das in zwei Teile aufsplitten. Also, bis zum nächsten Teil.